Wie baut man sich eine Excel-Tabelle, um eine Immobilie zu berechnen? Der Tag der Tage ist gekommen. Wir bauen jetzt zusammen die Buy-and-Hold-Kalkulations-Excel-Tabelle mit eventuellem Flip-Exit. Die bauen wir jetzt zusammen. Das heißt, du kannst die Step-by-Step mitmachen und wir fangen einfach direkt mal an. So, jetzt sitzen wir hier vor einem weißen Blatt und müssen erstmal anfangen. Es gibt natürlich verschiedene Key Data Points, die vorhanden sind am Anfang, wie zum Beispiel den Angebotspreis. Dann, das ist immer der Preis, den der Verkäufer haben will. Dann gibt es den Kaufpreis, weil der Kaufpreis ist der Preis, der im Notarvertrag beurkundet wird. Dann gibt es die Grunderwerbsteuer. Machen wir mal Nebenkosten. Grunderwerbsteuer und Notar sind die Nebenkosten und die Grundschuldbestellungskosten. Dann gibt es noch eine weitere Variable, und zwar die Maklerkosten. Manchmal ist kein Makler mit dabei, dann kann man hier einfach 0 reinschreiben. Und dann gibt es natürlich noch den Gesamtkosten oder GIG. Nennen wir mal Gesamtkosten, nämlich GIG, Gesamtinvestkosten. Das formatieren wir auf Euro. Das geht hier oben bei dem Eurozeichen. Beim GIG würde ich noch was dazu machen kurz, und zwar die Sanierungskosten, dann Eigenkapital, Fremdkapital und dann die Zinsen Tilgung. So, also Zinsen, Eigenkapital, falls man das Eigenkapital verzinsen muss, Fremdkapital, Zinsen, den muss man natürlich immer verzinsen, und Tilgung, falls man eine Tilgung drin hat. Schreibt mir hier mal hin 5%. Kann man aber auch 0 reinschreiben, weil wenn man es halt selber hat, das Geld, und einsetzt, dann muss man es ja nicht verzinsen. Wenn man es aber zum Beispiel von jemand leiht, dann muss man es verzinsen, manchmal auch mit 15%. Leihen das sich oft Projektentwickler. Deshalb hat es den Helm verhoben jetzt ein paar. Zinsen Bank ist aktuell bei 4% etwa. Tilgung bei 2% etwa. So, jetzt geht es zu den Wohnungsdaten, also was ist das für eine Wohnung? Größe in Quadratmeter, Einkauf brutto, netto, fangen wir mal an. Bei netto und brutto würde ich es einfach mal so nennen, und zwar netto ist nur der Quadratmeterpreis, Kaufpreis versus Quadratmeter, wie viel kostet es auf einen Meter, brutto mit den ganzen Nebenkosten auf Gesamtinvestkosten bezogen. Weiter geht's mit Wert. Also Wert ist immer der Faktor, wie viel ist denn das Wert, was ich bezahlt habe. Im Einkauf ist ja nicht immer der Wert. Der Wert ist der potenzielle Verkaufspreis oder auch der Wert bei der Bank. Wert pro QM. Das ist die nächste Kenngröße. Gewinnpotenzial. Flip-Potenzial nenne ich es mal. Also wenn man es verkaufen wollen würde, was ist da das Potenzial? So, jetzt haben wir die Faktoren hier reingeballert mal, was die Wohnung für Kennzahlen hat. Jetzt kommt es noch zu Nebenkosten. Nebenkosten pro Quadratmeter noch. Für den Cashflow dann hinterher, den wir berechnen. Und das sind jetzt so die wichtigsten Fakten, die man reinpacken muss in die Kalkulation, um die zu berechnen dann. Ich nehme jetzt mal einfach fiktiv irgendwas an, damit wir hier die Zahlen befüllen können und auch die Formeln herleiten können. 120.000 Euro, 100.000 Euro Kaufpreis, Nebenkosten 5.000 Euro in Baden-Württemberg circa, lassen wir 6.000 machen. Und Sanierung würde ich jetzt mal einfach 2.000 annehmen als Renovierungsmaßnahme wegen Streichen oder so. Ja. Dann jetzt kommen wir zur ersten Formel. Ist gleich die Summe von dem ganzen Zeug da oben. Eigenkapital. Fremdkapital ist das, was die Bank finanziert. Also in der Regel finanziert die Bank, da stimmt irgendwas nicht. Deswegen ist es wichtig, dass ihr es selber macht. Ich habe ja gesagt, ich will euch keine Excel schicken, ich will, dass ihr es selber macht. Und jetzt habe ich halt gerade direkt gemerkt, oh, da stimmt was nicht, so muss die Formel sein. Und Eigenkapital ist immer das, was man als Eigenkapital einsetzen will. Also jetzt gebe ich mal 21.000 Euro zum Beispiel. Und dann das Fremdkapital ist logischerweise die Gesamtinvestkosten,
minus das Eigenkapital, was ich brauche. Weil habe ich mehr Eigenkapital, habe ich weniger Finanzierung. Habe ich weniger Eigenkapital, habe ich mehr Finanzierung. Die Zinsen, machen wir hier immer noch ein Gap rein, dass es ein bisschen formatierungstechnisch schöner aussieht. Das ist dann das Zinsen vom EK, das mal 5%. Zinsen Fremdkapital ist gleich 4% mal Fremdkapital. Tilgung ist gleich 2% mal Fremdkapital. Ganz wichtig bei den Sachen hier, das sind nur Annahmen, gell? Also eure Zahlen müsst ihr natürlich selber kennen, wie viel Zinsen, Tilgung und EK und so weiter, wie viel Kaufpreis, das müsst ihr alles selber wissen. Jetzt mache ich mal 55 Quadratmeter für die Wohnung als Beispiel. Nettokaufpreis, das geteilt durch das. Alles ein bisschen zu billig. Machen wir mal 35 eher. Und brutto Gesamtinvestkosten durch das hier. So, das sieht man halt schon deutlich teurer. Aber ganz wichtig, wenn man eine Wohnung wieder verkaufen will, dann kommt nicht drauf an der Kaufpreis zum Verkaufspreis, sondern der Gesamtinvestkostenpreis zum Verkaufspreis, ob man da drüber liegt dann. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, der Wert pro Quadratmeter ist 4000, dann kommen wir hier raus bei dem mal dem. Zack. 140.000 Euro wäre die jetzt wert. Flip-Potenzial an Profit. 140.000 minus Gesamtinvestkosten sind 32.000 möglicher Gewinn. Und wir machen dann auch noch eine Farbhinterlegung später, welche Felder sind halt Eingabefelder und welche Felder sind Ausgabefelder, sodass du die Tabelle dir abspeichern kannst als Vorlage, wenn du die nachgebaut hast. Und du kannst auch immer wieder zurück und vorspulen und kannst auch eigene Elemente mit dazu packen. Falls du eigene Sachen noch reinpackst in die Tabelle, dann schreib das gerne in die Kommentare rein, weil das für die anderen sicherlich auch hilfreich sein kann. Ich bin immer ein Fan davon, von einer pragmatischen, einfachen, schnellen Lösung. Und deswegen jetzt hier mal eine grundlegende, einfache Tabelle für jetzt eine Wohnung. Ja. Man kann die natürlich ausbauen ohne Ende. Ich habe die Tabelle mir damals irgendwann selber gebaut, weil mir einfach wichtig war, dass ich halt selber mir einen Überblick verschaffe, immer über jedes Objekt, das ich kaufe. Jedes Mal, wenn ich einen Ankaufsprozess begleite, dann mache ich mir einen Dropbox-Ordner mit allen Unterlagen, auch eine Tabelle rein, die da kann man ja kopieren, Duplikat erstellen, rein in den Ordner, Kalkulation reinballern. Und dann zeige ich euch gleich noch einen coolen Trick, wie man Excel-Tabellen in WhatsApp als Foto verschicken kann. Und dann diskutiere ich es mit meinen Jungs, ob wir die kaufen oder nicht. Und es ist halt relativ easy dann gemacht. Man muss ja nicht die ganze Tabelle schicken, sondern nur Ausschnitte. Jetzt haben wir noch Nebenkosten, 1 Euro pro Quadratmeter. Kommt aufs Objekt drauf an. Gerade mit den energetischen Sanierungen ist das halt end der Unterschied. Ja. Das ist jetzt so die Eingabeseite. Was geht ab am Objekt? Speichern wir mal zwischen. So, jetzt gehen wir weiter drauf ein auf die Rendite. Miete pro Monat, pro Jahr. Dann haben wir hier zum Beispiel 500 Euro. Ist gleich 12 mal das hier. Und jetzt geht es weiter mit den Einnahmen, Ausgaben, auf die wir berechnen. Und zwar geht es hier, ups, das sah blöd aus. Einnahmen. Ausgaben, Miete, Ausgaben ist EK-Zins, FK-Zins. Und wenn du Bock hast, kannst du noch die Tilgung reinpacken oder du kannst auch noch zu versteuern, nicht zu versteuern und so weiter unterscheiden. Das war jetzt der Einfachheit halber mal unten drunter hier, Tilgung. Und Abschreibung und so weiter kannst du auch noch reinpacken alles. Da gibt es ja ohne Ende Erweiterungsmöglichkeiten. Abschreibung. 2% vom Gebäudewert wieder nur wird abgeschrieben und so weiter. Deswegen ist es entkompliziert mit der Abschreibung. Ich nehme jetzt einfach mal Gesamtinvestkosten mal 0,5. Dass halt die Hälfte quasi des Kaufpreises abschreibbar ist, theoretisch so.
Das ist nur für die steuerliche Betrachtung hier unten, aber hier oben sind dann die Einnahmen-Ausgabenseiten, dann Nebenkosten. Ausgaben machen wir schön rot mal hier. Einnahmen schön grün. Das machen wir schön fett hier. Summe, bam. Summe, bam. Dann hat man quasi hier die Differenz ist der Gewinn. Vereinfacht gesagt. Abschreibung und Tilgung kann man natürlich auch noch, was den Cashflow angeht, berücksichtigen. Das können wir aber eins runterpacken noch. Wenn man da noch ein bisschen sich durchrechnen will, hängt natürlich auch vom persönlichen Steuersatz ab und so weiter, was das bewirkt. Aber wir sind ja hier keine Steuerberatung, sondern rechnen einfach kurz eine Immobilie durch, ob die sich lohnt. Cashflow pro Jahr gibt es hier noch rein. Das heißt, wir ballern hier die Miete. Minus die Ausgaben, minus die Tilgung, sind minus 700 Euro Cashflow. Das ist halt das Schöne, das funktioniert alles Hand in Hand. Also wenn ich für 550 Euro vermieten würde, sieht schon besser aus. 565 kalt wäre ich schon im Plus, ja, mit 80 Euro Cashflow im Jahr. Deswegen ist so eine Excel-Tabelle ganz nice, da kann man ganz schnell rausfinden, welche Randbedingungen muss ich ändern, damit ich halt welche Ergebnisse erziele. Dann gibt es noch das nächste Ding wäre Two Tax, wie viel muss ich versteuern? Das wäre dann Einnahmen minus Ausgaben minus die Abschreibung. Das wäre quasi zu versteuern im Jahr. Dann gibt es das nächste Ding, was wir berechnen, Rendite, Brutto-Rendite. Das ist der nächste. Ich bin halt gerade ein bisschen konzentriert, weil ich das hier wirklich live mache. Ich habe nichts vorbereitet. Ich tue quasi die Excel-Tabelle kurz hinballern. Und einfach live, wie ich das jetzt machen würde. Die Miete im Jahr durch den Gig ist die Bruttorendite. In Prozent, tun wir hier oben wieder auswählen. Kommastelle ein bisschen verändern. Netto-Rendite wären dann quasi nur der Kaufpreis. Ist aber eigentlich irrelevant, aber machen wir trotzdem mal rein. Was auch noch viele interessiert, ist die Eigenkapitalrendite. Und zwar rechnet man die so aus, wie viel Miete habe ich im Verhältnis zum EK oder sollen wir die anders rechnen? Die können wir eigentlich auch anders rechnen. Man kann die auch, ich würde die jetzt mal so lassen, die kann jeder ausrechnen für sich, wie er es für richtig hält. Man kann auch zum Beispiel nur das zu Versteuernde nehmen. Anstatt der ganzen Kosten noch, weil die fallen ja eigentlich auch noch weg, muss man halt immer entscheiden, wie man das rechnet. Wenn ich es mal anders rechnen würde, wäre das dann so, das ist dann die Eigenkapitalrendite, was halt nicht so krass ist, ne? Falsch. Also wenn man hier was verändern will, Excel Basic, kann man auch einfach runterziehen, 3,8%. Da kann man auch zum Tagesgeldkonto gehen. Das heißt, wenn man weniger Eigenkapital einsetzt und alles gleich bleibt, habe ich eine höhere Eigenkapitalrendite. Deswegen streben Immobilieninvestoren in der Regel nach einem möglichst geringen Eigenkapitaleinsatz, weil wenn man eine 110% Finanzierung hätte, dann hat man ja fast eine unendliche Finanzierung. Und das ist halt das Thema. Warum man da immer runter will als Investor, aber nicht zu weit runter. Sonst gibt es das Thema, was manche Investoren hatten in der letzten Zeit, dass dann der Deckel oben ausgeht. So, jetzt haben wir hier so eine Quick and Dirty Betrachtung geballert. Ich mache mal hier noch formatierungstechnisch. Da verkünstle ich mich jetzt nicht bei der Formatierung. Da kann jeder selber ein bisschen sich verkünsteln dann. Und jetzt kommt noch eine wichtige Sache und zwar Tilgungsplan. Wir gehen jetzt mal aus bei der Wohnung von der 10-Jahres-Festfinanzierung. Wie genau geht denn das? Also ich habe jetzt hier einen Restkredit. Am Anfang habe ich das Fremdkapital 103.000. Tilgung im ersten Jahr ist gleich das mal 2% mal die Prozent. Zins ist gleich das mal das.
Hier kann man das noch so schön ein bisschen sich farblich hinballern, dass es entspannter ist, dass man weiß, was zusammengehört. Das sind halt so Kleinigkeiten, Tricks, aber ich bin ja kein Excel-Coach hier. Deswegen, und auch kein steuerlicher Berater, deswegen, ihr müsst selber rechnen, steuerlich, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für euch. Annuität ist das plus das. 6,180 ist dann die Rate. Das heißt, im zweiten Jahr habe ich den Kredit minus die Tilgung, weil ich habe ja getilgt. Und dann berechnet sich das gleiche Zeug wieder, aber anders. Und zwar, dieses Feld bleibt, Dollarzeichen heißt, ich kann es runterziehen, weil es bleibt immer auf dem gleichen stehen. Also wenn ich jetzt hier ein Dollarzeichen reinmache beim B und beim 16, das heißt, dann bezieht sich das Mal immer auf dieses 4%. Und wenn ich das jetzt hier runterziehe, dann ist das gleich geblieben, die Summe, wie man hier unten sieht, da hat es was verrissen. 4%. Und zwar die Tilgung geht anders, genau. Der Zins bleibt gleich und die Tilgung berechnet sich immer so dann. Weil die Annuität wird am Anfang festgelegt und bleibt gleich, also ist die Summe wieder gleich. Also die Annuität wird anfänglich einmal festgelegt von der Bank und dann berechnet sich quasi, wie viel Zins und Tilgung entstehen. Und sobald der Kredit getilgt wird, ist der Zinssatz konstant auf den Restkreditbetrag. Und dann, umso weiter der Kredit getilgt ist, desto mehr verschiebt sich die Rate von der von dem Zinsen her in Richtung Tilgung. Du siehst hier, die Zinsen sinken monatlich und die Tilgung steigt. Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3. Ziehen wir das mal runter auf 10 Jahre. Dann haben wir nach 10 Jahren, das ist der Restkredit. Die Annuität bleibt immer gleich, habe ich ja gesagt. Hier sind wir wieder bei dem 6,180, jährliche Belastung, nicht monatlich, jährliche Belastung. Und so würde sich die Wohnung dann abzahlen unter Berücksichtigung der ganzen Key-Daten hier. Ich hoffe, ich habe mich im Eifer des Gefechts nicht irgendwo verrechnet. Deswegen prüft alles nach, was ich hier gemacht habe, weil das war ein One-Take. Prüft alles nach und jeder ist eigenverantwortlich für seine Kalkulation. Wenn jetzt irgendwelche Kosten da vergessen wurden oder sonst was, ihr müsst wissen, wenn am Haus irgendwelche Sanierungsarbeiten kommen, zum Beispiel Dach wird gemacht, Fenster werden von der Hausverwaltung entschieden, irgendwas wird gemacht, was eine höhere Gewalt ist und du musst es mitzahlen, musst du das hier reinschreiben und du musst es wissen, dass die Kosten auf dich zukommen. Weil wenn das später irgendwann passiert und das Objekt schon gekauft, dann kann sich da was verschieben, auch anders, wie du es gerechnet hast, in deine Ungunst. Aber irgendwann, wenn das renoviert wurde, wird es auch wieder besser für dich, weil wenn das Objekt saniert und renoviert wurde, ist natürlich geiler, weil du halt ein geileres Objekt dann irgendwann später hast. Deswegen, eine Sanierung ist nicht immer schlecht, kostet aber kurzfristig ein bisschen Kohle. Jetzt nochmal zusammengefasst, wir haben hier alle Daten, was die Finanzen angeht. Hier unten haben wir den potenziellen Verkaufspreis reingepackt und hier die ganze Cashflow-Situation, wo man interaktiv rumspielen kann. Das ist halt das Geile. Ich kann jetzt hier irgendwas anders reinschreiben. Ich speichere mir die Tabelle ab, habe hier ein anderes Objekt für 80.000, ja, andere Mieteinnahmen. Vielleicht läuft da komplett aus dem Ruder der Mietvertrag, weil es ein glücklicher Glücksgriff war. Und dann hast du halt hier ganz andere Zahlen und es passt sich alles immer automatisch an. Das ist das Tolle an Excel. Und wenn du dir selber so eine Tabelle gebaut hast, kannst du die immer wieder hernehmen für neue Objekte und dann schauen halt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich würde noch empfehlen euch, dass ihr die Eingabefelder irgendwie so zum Beispiel orange hinterlegt und fett macht. Das ist halt blöd, weil das hier jetzt auch orange ist gerade. Nehmen wir halt eine andere Farbe, gelb. Und dann alle Felder, die quasi Eingabefelder sind, machen wir halt so. Und der Makler, den kann man auch noch hier hinzufügen. Dann verändert sich halt alles. Dann hat sich Gig jetzt wieder hoch verändert. Wenn ich wieder 0 mache, geht es wieder runter. Man kann zum Beispiel auch noch ein Prozentfeld hinzufügen. Wenn man den Makler lieber in Prozent reinschreibt, dann schreibst du halt so, ist gleich das mal das. Dann kannst du halt hier reinschreiben 0% oder 5% oder so. Dann passiert das alles automatisch. Das ist halt das Tolle an Excel. Zinsen EK kannst du auch auf 0 setzen, wenn es dein eigenes Geld war. Reicht doch bei einer 100.000
Wohnung auch wieder weniger Miete, damit du halt auf Plus rauskommst im Cashflow. Hier siehst du auch negativer Cashflow, aber trotzdem muss man was versteuern. Kommt halt auch immer wieder darauf an, wie viel schreibt man ab. Das kommt drauf, auf verschiedene Sachen an. Also steuerlich will ich das Thema hier gar nicht aufgreifen. Das müsst ihr mit dem Steuerberater abklären. Aber was jetzt erstmal Pi mal Daumen richtig wichtig ist, ist das, was ich hier markiert habe. In diesem Sinne hoffe ich, das war nicht zu schnell. Ich habe versucht, mich kurz und knapp zu formulieren. Wenn ihr irgendwelche Rückfragen dazu habt, sagt mir gerne Bescheid. Wenn ihr die Excel-Tabelle nachgebaut habt, irgendwelche anderen Sachen noch reingebaut habt, die ihr als sinnvoll erachtet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und bei Mehrfamilienhäusern und sonst was muss man halt das selber dann so ausbauen, damit man ganz genau weiß, was halt Sache ist.